So, da sind wir schon wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neue Tagesaufgabe, sogar neue Herausforderungen. Ich habe schon gesehen, Tagesaufgaben gibt es leider heute gar keine, weil sie kein neues Event anfangen mehr, weil am Sonntag wird der Season 11 eingeläutet. Aber der Shop ist natürlich immer noch da. Die Aufgaben kommen gleich auch noch. Macht euch da mal keinen Druck. Ich werde sie definitiv für euch machen. Dann, ihr seht unten, es kam schon wieder eine Zahl hinzu. Wir haben die 470 Abonnenten geknackt. Stotterer ist da. Und wie ihr seht, siebte Zahl ist da. Erstmal Gruß an alle Neuen, die dabei sind. Und ihr seht auch schon wieder, es fehlen nur noch vier Abonnenten, dann kommt auch schon die achte Zahl hinzu. Also, wie gesagt, wenn du halt noch kein Abonnent bist, gerne Abo raushauen. Wie du siehst, du kannst 10 Euro gewinnen. Bei wem kannst du das schon konstant? Konstant. Der Code wird in jedem Video vorkommen. Immer derselbe Code, immer eine Zahl mehr, sobald die 10 Abonnenten erreicht sind. Einfacher geht's eigentlich nicht. Aber wenn du wissen willst, wie das mit Code genau funktioniert, guck einfach mal in der Videobeschreibung nach. Da habe ich ein extra Video zu gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich auch erkläre, wie das mit dem Code genau funktioniert. Also kostenloses Abo da lassen, kostet euch wie gesagt nichts. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch mal rein in den Shop. Was haben wir Neues? Oh. Oh. Neue Gesichter. Zumindest mal für mich neue Gesichter. Erstmal ein komplett neuer Skin. Und ich glaube sogar komplett neuer Gesichtszug, oder? Ich meine, ihr kennt euch mit den Skins besser aus als ich. Ich bin ja erst seit Season 10 jetzt wirklich am Gucken nach Skins. Aber diesen Skin vom Gesicht her gab es doch noch nie. Oder? Also ich würde behaupten, nö. Der Skin wird, glaube ich, meiner Frau gefallen, wegen dem Pullover. Das wäre so ein typischer Pullover, den meine Frau anziehen würde. Oben ein bisschen Länge breiter. Aber so an sich sieht der Skin schon recht nice aus. Aber die Farbe, die fällt halt natürlich in jeder Landschaft gewaltig auf. Im Schnee geht's noch einigermaßen, aber wenn du damit im Wald rumläufst, du wirst definitiv gesehen. So, das Rückenaccessoire, wie immer, man kennt es. Epic Games lässt ja immer schöne Sachen einfallen. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Also für 1200 kann man sich eigentlich mal mitnehmen. Ich natürlich nicht, ich muss ja sparen. Nee, Quatsch. So, dann haben wir anscheinend schon wieder die Dinosaurier zurück. Hier erstmal der Gleiter, der Pteraktylus. Man merkt schon, zum Glück habe ich nichts mit Dinosauriern zu tun, ich könnte die alle nicht aussprechen. Ist halt ein ganz normaler Gleiter, aber ich würde sagen, der Gleiter ist zu groß. Weil denkt dran, ihr hängt unten an den Füßen. Und die Flügel nehmen euch fast die komplette Sicht weg, wo ihr hinflieht. Ich sage, ich mag diese großen Gleiter nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich stören die einfach. So, dann haben wir die Spitzhacke wieder. Kräftiger Biss. Dann haben wir Kristall, Klarheit, Scharfsinn, Weitsicht. Also eine ganz schlaue Kriegerin. Das ist so eine IQ 200 Spielerin, die dich einfach komplett zerstört. Aber mir ist mal aufgefallen, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Der rechte Schuh ist immer ganz normal. Am linken ist immer ein Schienbeinschoner irgendwie dran gebastelt und Knieschoner. Aber es ist immer so. Müsst ihr mal drauf achten. Also ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, ich habe es nie gesagt. Aber jetzt, wo es schon wieder da ist, habe ich mir gedacht, komm, jetzt musst du doch mal sagen. Also es geht an sich, ja. Ist halt eine neunmal kluge. Mit Kulleraugen. Ja, die Kulleraugen sind auch so. Nicht nur durch die Brille. Ist halt 800 V-Bucks. Wer es will, kauft es euch. Wer nicht, ist auch nicht schlimm. So, dann der Pronto. Meine Einstellung zu so Skins kennt ihr ja inzwischen. Ich mag einfach keine Skins, die einen Kopf haben und wo man das Gesicht durchsieht. Dann lieber das Gesicht komplett zu, da eine Zunge, die raushängt, der Hals zu, fertig ist. Die Finger lasse ich mir noch gefallen, aber so finde ich den Skin einfach dumm. Also mir gefallen so Skins überhaupt nicht. Ja, Rückenaccessoire passt natürlich. Hätten sie eigentlich sogar hinten am Nacken richtig dran machen können. Dass es wirklich aussieht, als wäre das halt ein größerer Kopf. Aber so an sich ist der Skin zwar okay, aber mein Geschmack ist es halt nicht.
So, das war der Kleiter. Dann haben wir hier noch die Roborandale. Oh, der Ton ist nice. Hört sich ganz gut an. So, dann haben wir die Beast-Schützin. Ja klar, Season 10 ist jetzt bald rum. Die Beast-Dinger sind endlich mal weg, beziehungsweise explodieren direkt, wenn sie in die Welt kommen. Gut so. Der Skin erinnert mich halt so vollkommen an Robocop. Viele von euch werden wahrscheinlich Robocop nicht kennen, aber googelt einfach mal, da wisst ihr, was ich meine. Ist halt einfach die weibliche Version davon. So, und hier sehen wir dann Robocop nochmal selber. Also eigentlich Robocop 1 zu 1. Ich weiß nicht, für mich ist das Robocop. Könnte vielleicht auch in meinem Alter liegen. Ihr seht da vielleicht schon nichts drin. Ich schon. So, das war dann das. Dann haben wir einmal die Freestylerin mit dem passenden Rückenaccessoire. Gerade mal gucken, was die für einen Stil hat. Ja, das ist einmal die grüne Kugel und einmal die Kugel. So, hier ist der Skin. Ich mache das jetzt extra immer so, damit ich nicht aus Versehen wieder was kaufe. So finde ich den Skin eigentlich ganz okay. Gut, die da hinten das. Soll das echt ihre Haare sein? Ah ja. Ah ja. Das sieht ein bisschen krank aus. Das sieht aus wie einfach aufgeklebt, aber nicht wie der ihre Haare. Gott, das geht ja gar nicht. Oh Gott, die sieht ja echt so aus. Jetzt sehe ich schon, erst weil die keinen Helm an hat. Keine Mütze. Eieiei, Bruder, muss los. Oh Gott, nee. Ich muss weg von dem Skin. Die Haare gehen absolut gar nicht. So, dann haben wir noch Scorpion drin. 0815 Skin in meinen Augen. Tut mir leid. Aber da seht ihr wieder, rechter Schuh, einfach nur ein Stiefel, linker Fuß, wieder die Schienbeinschoner plus Knieschoner. Man kennt es. Warte mal, haben das hier bei ihr auch? Nee. Bei ihr auch nicht, bei ihm auch nicht. Ja, ich achte da jetzt in Zukunft drauf. Dann haben wir hier halt noch Tropenschnitt. Ja, hat in meinen Augen nichts mit Tropenschnitt zu tun, der Ton. Aber es ist halt eine normale Spitzhacke. So, dann Emote. Nochmal. Ja. Nochmal. Ja. Was soll man dazu sagen? Ich finde diese Emotes dann langweilig. Weil einfach kein Ton, nichts. So, dann der gute alte Eiszapfen. Den feiere ich, also wäre es nicht schlecht. So, dann haben wir noch die Träumerfüße. Das ist für mich ein Emote. Da muss Musik dabei sein. Oder zumindest irgendein Ton oder so. So, jetzt vergleicht mal wirklich den hier und den hier. Gut, der kostet nur die Hälfte, aber. Entscheidet selbst. Nochmal. Jetzt wisst ihr, warum der 200 V-Bucks kostet. So, das war's jetzt mit dem Shop. Wie gesagt, der ist neue Skin, gefällt mir eigentlich recht gut. Wie gesagt, gebt nicht zu viel Geld aus, spart euch euer Geld. Ihr werdet den Skin wahrscheinlich eh wieder nur ein paar Tage, Wochen spielen und dann ist er wieder weg. Und ihr habt das Geld umsonst ausgegeben. In dem Sinne sage ich jetzt mal viel Spaß mit den ganzen Skins, Emotes, Spitzhacken. Und gleich komme ich natürlich mit der neuen Herausforderung vom Event. Also gerne auch da mal abchecken. Und wie gesagt, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo da lassen. Würde mich freuen. Würde die anderen 476 Leute natürlich auch freuen. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.